Ich küsse eure Herzen. Polizei hat Gänsehaut. Ramadan mit Obdachlosen in Unterbrücke in Berlin. Ich küsse eure Augen, gehen wir rein. Ich will mit Obdachlosen gleich so 12 Leuten und so essen unter Brücke. Hier ist alles. Alles gut, ja. Alles gut, komm. Dass jemand schlecht zeigt. Genau, oder so. Also das Schönste ist an dir, finde ich, das findet man sehr selten, dass du einfach nicht von Drogen kaputt bist. Wollt ihr auch essen, mitkommen? Noch ein Berliner Rapper, Alter. Guten Morgen Österreich zu einem neuen Video mitten in Berlin. Hut von meinem alten Bruder Sushido, Alter. Sushido, Digga. Wir haben heute was Cooles vor. Man muss auch Hack an Takeoff geben. Meine Brüder haben mir heute geholfen aus Berlin. Wir haben hier ein paar Tische drin, ein paar Stühle und so weiter. Und wir sind im zoologischen Garten. Bruder, ich sag euch, diese Videos von Moist sind Gold wert. Gold wert. Das ist einfach guter Content in einer Zeit. Bruder, ich habe heute was gesehen, Chat, gell? Auf TikTok, Bruder, ProSieben, irgend so ein Xiaomi Deutschland kommentiert, hä, ProSieben existiert noch. ProSieben, TikTok-Account von ProSieben antwortet, Digga, hab deinen Namen noch nie gehört, hast du deinen blauen Haken gekauft? Dann auf so einen anderen Beitrag antwortet ProSieben, bin halt der Papa Ari unter der TikTok-Brand. Dann Kabel 1 antwortet, mein Bruder Lan, Walla, das ist hart. Wir sind echt Generation Z. Ich sag euch ehrlich, Dreddies. Also, weißt du, viel Bullshits unterwegs und Mois macht ehrlich noch Content mit Message, Bruder. Und ich sag euch ehrlich, ich feier das, Bruder. Ich feier beides irgendwo, weil ich auch in dieser Generation bin, so. Aber ich fühle auch diese, dass Mois noch Content mit Herz macht. Und gar nicht so jetzt erstmal so an Ding denkt, sondern an Herz, Bruder. Und das ist cool. Und der Polizei irgendwo hier. Und hier gibt es eine Brücke. Unter der Brücke gibt es sehr viele Menschen, die kein Zuhause haben. Und heute ist der dritte Fastentag und der ist für mich immer ganz besonders viel wert. Ich schwöre, das nicht mehr weit, 3, 6 und 9 Liebe. Und heute ist quasi der dritte. Und deswegen werde ich jetzt in einen Laden fahren, dort viel Essen nehmen, die Tische aufbauen auf Ghetto und mitten im Ghetto mit denen Iftar machen. Ey, Chat, ihr fuckt mich ab. Ich bin auch Generation Chat. Einer schreibt, du bist Generation Feuerstein, Sammy. Sek der Amen ist Sikim. Ich glaube, das wird drippig. In dem Sinne braucht ihr nicht zu liken. Was willst du essen, McDonald's? Weiß nicht. Ja, Döner hier, ne? Boah. Ist Risa gut eigentlich? Risa ist gut, ne? Ja. Alla Döner zu Iftar, das ist eine 10. Ich sag euch, wie es ist, Bruder. Ich habe noch dieses Jahr noch keinen gegessen, aber ich werde inshallah einen essen, Digga. Bruder, kann ich dich was fragen? Ich will mit Obdachlosen gleich so 12 Leuten und so essen unter Brücke. Könntest du für 12 Leute Sachen so einfach machen nach deiner Wahl? So, was dir schmeckt, einfach gutes Menü von euch. 10 Leute einfach. 10. Such aus, was für dich einfacher ist, Bruder. Verstehst du, was du nicht so lange vorbereiten musst? Ist, wenn da zum Beispiel ein paar Burger fertig sind, die, ein paar dies, das. So, ich nehme das jetzt alles unter Brücke hier. Ich habe Tische aufgestellt und so, ich esse mit denen einfach. Also ich will Iftar mit denen machen. Also. Okay? Die Mäuskarte hat wieder... Ich glaube, der hat nichts verstanden. Bruder, bei mir, ich erkenne sowas, weißt du? Der hat nichts verstanden, Bruder. Der hat sich gerade nur gedacht, boah, haben wir noch Burger von vorgestern? Was will der Typ? Will er umsonst essen? So, Bruder, ja? So, ich nehme das jetzt alles unter Brücke hier. Ich habe Tische aufgestellt und so, ich esse mit denen einfach. Also ich will Iftar mit denen machen, also. Okay? Die Mäuskarte hat wieder gezogen. Obwohl hier Schlange ist hier. Einfach kurz vorgedrückt. Kurz vorgedrückt, oder soll ich mit dir kommen? Essen. Ja, dann kannst du entscheiden, ob du es aufbauen. Oder du wartest hier und bringst Essen. Komm, mach hier einen. Okay, ja, wir bauen auf und nehmen schon mal Leute auf. Ist besser. Okay, Abi, ich danke dir. Ich baue dort auf, er holt Essen. Hast du schon bezahlt? Ja. Budi, willst du essen? Komm zusammen, wir gehen Iftar machen. Alle. Wo? Hier unter Brücke, ich baue Tische auf, ich habe Essen geholt. Klar, komm ich ran. Komm, Budi, wir sind da. Kannst du zusammen mit uns. Digga, das ist Süß, Baba, Alter. Bruder, ja. Heute ist dritter Fastentag, ich wollte mit euch allen essen, Alter. Das ist Baba, mit Message ja, auch, Bruder, auch weißt Süß. Du? Ich habe auch gefastet, ganzen Tag. Jetzt kurz essen. Ich versuche immer so Brüdern auf Straße ein bisschen zu helfen.
So, wir machen auch ein bisschen Videos nebenbei, dies, das. Verdienen die jetzt Geld und machen damit halt diese Projekte immer. So, ohne diese Videos gäbe es dieses Geld nicht. Deswegen wundere dich nicht wegen der Kamera. Wenn was unangenehm ist, wurde. Alle, Bruder, ich will das jetzt auch machen. Aber dann Leute schreiben, es geklaut vom Mäus, das geklaut vom Mäus. Aber ich will das auch machen, weil es eine gute Geste ist, Bruder, ja? Das ist voll schlau. Das kostet auch gar nichts, Bruder, ja? Das kostet nichts. Weißt du? Und ich will das nicht machen, dass einen auf, damit ich cool dastehe, sondern ich will das machen, weil es ehrlich voll die gute Message ist, Bruder. Wisst ihr, was ich meine? Digga, das ist voll die gute Message, Bruder. Ich sag euch ehrlich, Bruder, ja? In Frankfurt wird schwer. Bruder, es geht ja in erster Linie wirklich nur, dass du den Leuten, die kein Essen haben, auch einmal so ein richtig schönes Menü eröffnen, also Menü zur Verfügung stellen kannst und mit allen zusammen isst, Bruder. Seid mal ehrlich, Bruder, gell? Das ist auch eine gute Tat, natürlich, Bruder, ja? Das Baba, weil ich denke mir, seid mal ehrlich, das hat doch so voll das Potenzial, das Video, dass Leute das sehen und sich denken, ey, Digga, das ist voll cool. Wenn ich morgen mir einen Döner hole, ich hole einfach zwei und ich schenke einem Obdachlosen auch ein. So, weißt du? Und das ist nur so dadurch ausgelöst, weil er das Video gesehen hat. Weißt du so? Digga, das ist ja das Geile daran. Das ist krass, Bruder, das ist krass. Komm, ich heiße Alim. Freut mich, Bruder. Papa. Guck mal, habt ihr gesehen, was er gemacht hat? Ich achte da drauf, Todeschat, passt auf. Der hat Kippenstängel gesammelt, weil die rauchen diese Kippenstängel, weil die kein Geld haben, um Zigaretten zu haben. Guck mal. Komm, ich heiße Alim. Freut mich, Bruder. Der schmeißt es weg. Papa. Er hat jetzt alle weggeschmissen schnell. Siehst du das? Mois hat das auch gesehen. Der hat drauf geachtet. Der denkt sich, Amenistik, ihm nach öfter eine Flasche Antidesinfektionsmittel exen. Der hat's gesehen, ja? Alles gut bei dir? Ja. Da links, ne? Kommt ihr her? Wir kommen tatsächlich aus Düsseldorf, Bruder. Ach. Ja, meine Frau hatte Fahrstunde heute und ich wollte halt so nebenbei noch ein Video mitnehmen. Ja, da wollte ich essen gehen, dann dachte ich, okay, wieso essen wir nicht alle zusammen? Deswegen, ich glaube, es wird cool, ja. Eins weiter. Wollt ihr auch essen? Mitkommen. Wir werden unter der Brücke ein bisschen was essen. Wir machen Tische und so. Ja, direkt an der Polizei vorbei. Stark. Es gibt ein Problem in Frankfurt. Wenn Obdachlose eine Kamera sehen, Bruder, also gerade so im Bahnhofsbereich, boah, Bruder, die sind da allergisch, Bruder. Du kannst denen sagen, weil du kannst deren Mütter beleidigen, die scheißen drauf. Aber wenn die Kamera sehen, Bruder, Walking Dead, Bruder, ja? Auf Straße, Bruder. Ich bin jetzt im siebten Jahr. Siebtes Jahr? Ja. Boah. Aber du siehst eigentlich genau schon das Gleiche. Aus, Bruder. Ich sag dir Lyrics. Ja, genau das Gleiche. Also das Schönste ist an dir, finde ich, das findet man sehr selten, dass du einfach nicht von Drogen kaputt bist. Das ist sehr schwer auf der Straße. Ich arbeite schon so lange mit Obdachlosen. 3, 4 schon von Straße geholt, Wohnung für die geholt und alles. Die arbeiten jetzt, sind erfolgreich im Leben. Aber man merkt halt immer wieder, die werden ausgenutzt, einfach um Drogen zu verkaufen, um diese Drecksjobs zu erledigen. Ey, jetzt geiles Video, ja? Ich schick das mal Erhan, ich sag, ich will das mit ihm machen. Aber der wird sagen, das kostet zu teuer. Ich glaube, ich mach das selber, Digga, ja? Hi! Ich habe dieses Essen für uns alle gebracht, weil wir fasten und so. Ich habe heute gefastet. Ich wollte allein Fasten brechen. Ramadan, ne? Genau. Aber man hat dich gefilmt, oder? Also wir machen halt. Danke, ich bin nur zu Gast hier. Ja. Vielen Dank für eure. Ihr könnt gerne mit mir essen. Kommt essen. Ist alles gut. Ah, das Fasten brechen jetzt. Ne? Ja, genau. Ich wollte einfach mit euch einmal so essen. Also ich danke. Ja. Aber wenn ihr isst, wäre ich sehr froh. Komm essen. Komm. Schäm dich nicht. Komm. Schau, ich zeig dir kurz was ich mache überhaupt. Mach Spendenkonto? Nein, nicht dafür, Bruder, nicht dafür. Nicht für Dreharbeiten, Bruder. Für Dreharbeiten mache ich sowas nicht. Für wenn wir einen Brunnen bauen, wir bauen auch dieses Jahr einen Brunnen, inshallah. Dafür können wir alle Geld sammeln und dann bauen wir den Delarue-Brunnen. Wie letztes Jahr auch, wie vorletztes Jahr auch. Das ist kein Problem. Aber für ein Video drehen nicht, Bruder, ja. Schau mal. Alles gut. Schau, das ist mein Kanal quasi. Und das Einzige, was ich mache, ist zum Beispiel, dass so auch ein Obdachloser sein Traum war, es Musik zu machen.
Dann hat er Musik gemacht. Ach, das war eine, ja genau, das war einer zum Beispiel. Auch Musik. Ja, zum, sowas ermöglicht. In der S-Bahn. Also so Sachen ermögliche ich halt einfach. Und das mache ich, damit ich überhaupt das finanzieren kann. Verstehst du? Sonst hätte ich halt kein Geld dafür, das zu machen. Aber es ist halt eigentlich, Menschen zeigen, dass wir alle eins sind, egal wo wir sind, egal wie tief. Das stimmt, ne? Wenn ihr hier unterstützt, das ist Geld, womit ich die ganzen Dreharbeiten und so finanziere. Ich kann nicht so richtig, aber ja. Also schau, das war auch zum Beispiel ein Obdachloser, der hat es jetzt zurück ins Leben geschafft, er hat eine Wohnung bekommen und so. Also nur sowas drehe ich. Ich mache gar nichts so, was jemand schlecht zeigt. Ich bin auch oder obdachlos. So. Ich bin in der S-Bahn. Lasst uns essen erstmal, Bruder, dann können wir Geschichten erzählen, machen was wir wollen, so. Auf entspannt. Wirklich, schämt euch. Der rappt in S-Bahn, Bruder. Geht zu Icon, Bruder, ja? Glaub an deine Träume, ja? Was mir gehört, gehört euch. Wallah, ist kein Problem. Schämt euch. Wirklich. Und das auch ein Monat der Güte. Komm, essen wir. Komm, nein, wieso peinlich? Komm. Natürlich, du kannst machen, was du willst, Bruder. Komm. Ist alles gut. Schämt euch nicht. Komm, Wallah, komm. Ich hab das noch nie gemacht. Mach dir keinen Kopf. Okay, aber ich nehm dir. Komm, komm, ich danke euch. Oh, die haben Angst ein bisschen, habt ihr gehört? Kommt, essen. Kommt auch essen. Kommt ihr auch essen, Jungs? Nee, nee, danke. Soll ich euch herbringen? Nee, nee, ich hab schon hier. Burger und so? Hatte ich heute schon, danke. Nichts? Nichts, ne? Ist da noch jemand vielleicht? Nee, mein Mann, der holt gerade die anderen von vorne. Ja? Okay. Okay, ich küsse dich. Okay, okay, okay. Brauchst du was zum Trinken oder irgendwas? Nee, danke. Wasser? Okay. Komm, komm, schämt euch nicht. Aber wie Mois Kontrolle hat, wenn er fastet, Bruder. Bei mir, ich würde ganz anders reden, ja? Ich bin doch mit euch alle. Moment, ja? Okay, easy. Hier ist alles hingestellt. Ja, TNs, gell, die kosten einfach so 260 Euro. Hier ist alles. Alles gut, ja. Alles gut, komm. So, also wir werden jetzt ein paar Leute noch versammeln und so und ich glaube, wir werden ein paar auch nicht filmen, weil so beim Essen... Digga, wir hätten kein Prozent Armut auf der ganzen Welt, Bruder. Wenn jeder teilen würde, bisschen, weißt du, nur etwas teilen würde, wir hätten kein Prozent Armut auf der ganzen Erde, Bruder. Das muss man sich vorstellen, Bruder, ja. Hat Essen geschmeckt, Brudi? War schön, oder? So zusammen einmal essen das und so. Das ist krass. Also, wir haben viele Geschichten gehört. Da gibt es ein Paar, was seit Jahren auf Straße lebt, seit 6 Jahren und so. Und diese Frau hat ihn quasi auf Straße kennengelernt und unterstützt ihn seitdem. Und ich kenne sehr viele Kollegen, deren Frauen, obwohl sie so viel Geld haben, sie mich noch nie so unterstützen würden, weißt du? Man merkt, die sind nur wegen Geld da. Und die haben quasi alles und die haben ein Zuhause, aber sie haben diese Liebe nicht, zum Beispiel. Das. Ja, weißt du, was verblüffend ist, René? Er schreibt gerade, es ist auch gut von ihm, dass er was zurückgibt. Die Kohle dafür hat er. Weißt du, was ja das Traurige an der ganzen Geschichte ist? Leute, die Geld haben, die teilen nicht, Bruder. Das ist ja das Problem, Bruder. Und er ist jemand, der Geld hat und er teilt es. Aber in der Regel ist so, dass Leute, die Geld haben, die teilen nicht, Bruder. Es sind immer Leute, die keins haben, die dann teilen. Das ist so, Bro. Weil ansonsten, wie erklärst du es dir denn sonst? Dass Leute heutzutage noch an Durst sterben, dass Leute nicht mal ein bisschen was zu essen haben. Weißt du? Weil genug Geld ist da. Bei, Bruder, Milliardäre, Millionäre und Milliardäre und Billiardäre und Trilliardäre, wie viele Leute gibt's? Wow, Krypto, das neue Lamborghini, 6 Häuser, Yachten, Villen, Privatstrände, Inseln werden gekauft. Inseln werden gekauft, das ist krass, Hubschrauber, krank. Was zu sehen ist krass, verstehst du? Und die zum Beispiel, die dazu kam auf Süß und so und die Pommes genommen hat, man merkt trotzdem die Bürgerschaft. Deswegen bin ich sehr gerne auf Straße, so. Weil ich komme eigentlich aus Krieg. Krieg ist noch mal mehr Straße, verstehst du? Und das jetzt zu sehen, macht mein Herz jedes Mal voll. Deswegen wollte ich dir auch vielen Dank sagen, dass du mit uns mitgekommen bist. Du hast geholfen mit Decken und alles Mögliche, Bruder. Ölscheiche. Boah, Geld haben, die kacken. Die kacken Geld, Bruder. Ölscheiche. Die kacken Geld, Bruder.
Wie könnte es Nationen geben, die nicht mal Brot und Wasser haben, Bruder? Das ist heftig. Küss dein Herz, Alter. War ein schöner Tag, Bruder. Danke, dass wir zusammen, so. Danke, dass wir zusammen, dass wir essen durften und Fasten brechen durften. Ich will auch, dass alle meine guten Taten auch du kriegst, egal woran du glaubst, weißt du. Deswegen, küss dein Herz, mein Bruder. Pass auf dich auf, Alter. Gerne, mein Bruder. Ciao, ciao. Aber wir haben jetzt den Tisch vorbereitet. Da sitzen meine Brees, alle. So, wir können so auf Dings, auf Hood Vibes. So, die Brees sind hier. Ich hole noch ein paar, aber die Kamera wird jetzt weg sein. Ich küsse euer Herz und danach ein Outro. Bis gleich. Budi, soll ich das Essen hier irgendwo abstellen, falls ihr später wollt? Also, wir sind so scharf, aber ich muss hier trotzdem ein bisschen Fleisch essen. Ja. Ich lasse die da. Ich lasse die einfach da. Falls ihr wollt, könnt ihr die später ich noch essen. Ich bewundere auch, dass Mois so ernst bleiben kann. Ich zum Beispiel, ich könnte das auch nicht. Ich würde zwar auch das, so eine gute Tat, Masha Allah, sehr gut, aber ich hätte trotzdem Witze gemacht, Bruder, verstehst du? Ich hätte trotzdem Witze gemacht. Also bei dieser Wow. Ich lasse die einfach da, falls ihr wollt, könnt ihr die später noch essen. Ich werde es jetzt nicht machen, Chat. Ich werde es jetzt nicht machen. Spontan zu Besuch. Ja, alles gut, Bruder. Aber ich lebe zwar auch auf der Straße. Ich werde es nicht machen. Hört auf Mach jetzt. Mach nichts, Bruder. Ich lebe selber auf Straße. Mach dir keinen Kopf. Pass auf dich auf. Danke, dass wir essen durften zusammen. Küss deine Seele, Bruder. Ich hoffe, wir sehen uns. Komm in zwei Wochen, Bruder, okay? Okay. Hau rein, mein Bruder. Ich versuch einen Text zu machen. Schreib mal einen Text. Ich kann nichts versprechen. Schreib einen coolen Text. Ich komm in zwei Wochen, okay? Aber ich mach nicht, am Ende meine Zähne sind doch eh schon so, darum kann ich diesen Witz doch machen, Ennis, Bruder. Ich such dich hier, okay? Ich küsse dein Herz und sag mal der Freundin, Kollegen, dass er mir schreiben soll und sie mir schreiben soll, okay? Auf Insta, dann habe ich Kontakt zu euch, okay? Dann machen wir uns aus. Noch ein Berliner Rapper, Alter. Also ich fand das Schönste, was die mir gesagt haben. Er hat auch einen Witz gebracht. Er hat gesagt, noch ein Berliner Rapper. Der hat auch einen Witz gebracht. Die Erinnerung, das ist so etwas, was man nicht ersetzen kann. Weißt du, ich meine? So, die haben gesagt, so vielen Dank für diese schöne Erinnerung. Das hat mir echt viel bedeutet, Alter. Man hat gesehen, sie sind voll glücklich und sehr, sehr zufrieden. Und das war der dritte Fastentag. Alhamdulillah für alles, Alter. Ich hoffe, ihr habt auch schöne Fastentage, Freunde. Passt euch auf, wir sehen uns das nächste Mal. Verpisst euch. Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, bra, wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Walla, mach para, inshallah, nützt das was? Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap la rue, ich komm von der Straße.